Dann springen wir wieder zurück. Hier. Ach, da müssen wir hin. Was? Da hinten hin, da hoch. Oh, was? Spring! Boah, ich sehe nie durch. Hä? Ah! So, meine Freunde, wenn jetzt hier so ein Otto kommt, der fliegt anscheinend in die Luft. Der kommt, der hat dann keine Chance. Ich hoffe, die Schwerkraft wird hier nicht deaktiviert. Weil das wäre auf jeden Fall nicht schön. Wo müssen wir denn hin, Alter? Wir müssen dort nach oben. Okay. Okay, dann laufen wir die Wand hoch. Yeah! Kommen wir denn jetzt hier nicht hoch? Ah, gut. Sehr gut. So, dann nehmen wir jetzt hier hoch. Und dann müssen wir dort... Ach, hey, lol, Alter, das ist ja mal kompliziert. Hä, von hier sind wir doch gekommen, Alter. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Von hier sind wir doch gekommen. Ende der Schwerelosigkeit. Okay, das ist irgendwie komisch. Eintritt Vakuum. Ja, wir müssen hier lang. Dann machen wir das einfach. Hey, weil er ist irgendwie komisch. Warum müssen wir denn... Na gut, okay, die Frage stelle ich mir nicht. Ist okay. Ende des Vakuums. So, der ist aber tot. Du lebst nicht mehr. Du kannst nicht mehr leben. Dich habe ich getötet. Trotzdem kill ich dich. Wie die Dinge aussehen. Die sehen aus wie Manfreds. Ich musste irgendwas habe ich vergessen. Ich Idiot habe wieder irgendwas vergessen durch meinen ganzen, ja, durch meine ganze Angstscheiße hier. Oi, oder ich bin einfach in den falschen Ding gelaufen. Ey. Eigentlich müsste ich nicht, dass ich jetzt eigentlich in den anderen Dingabteil laufen musste. Nicht, dass ich erst in den, oh nee, ich glaube, ich bin so ein Vollhonk. Und bin voll in den falschen... Ach nö. Hallo! Ja, ich bin wirklich in den falschen gelaufen. Und das Schlimme ist, bei so einem Horrorspielen, dass man denn... Also die Viecher, die kommen denn immer erst, wenn man damit gar nicht rechnet. Und das hat Schlimme. Und das macht das Spiel auch so eklig, hässlich, gruselig. So. Ja, dann haben wir uns jedenfalls schon mal den anderen Abteil angeguckt. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir uns das mal angeguckt, wie das so da aussieht. Sah ganz interessant aus. Aber wir haben jetzt auf... Ne, wir haben noch kein Geld hier. Okay, aber ist auch egal. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter zu den nächsten grausamen Viechern. Ich hab keine Lust mehr. Was ist der Nerv für ihn? Der lebt doch schon wieder hier. Der lebt doch schon wieder hier. Du bleibst da liegen, möchte dich nicht. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Sekundärfeuer. Okay. Was liegt ihr denn hier? Ui. Warum liegen die da? Genau! Warum liegen die hier alle? Sollen nicht, wird nicht schlafen. Ja, die Tür war die jetzt nicht so haben. Hier, C war das. Ja, wo ist Slow Motion? Nimm mal auf hier die Tür. Boah, hier ist er. Hier wird's gleich dunkel. Ich seh, ich weiß es. So, gucken, Schacht. Schacht ist hier. Pass auf, ich hab ne Idee. Mach den Schacht und dann kommt hier so einer.
Nee, kommt da nicht. Alter, ich kenn das hier. Ich kenn dieser scheiß Level. Gefährliche Anomalie registriert. Leck mir am Arsch! Aktiviert. BAM! Ah! Mama! Ah, fuck, 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 fuck! Okay. Alle tot? Mann! Du Otto! So, 4 Stück haben wir gekillt. Sollte jetzt auch wieder reichen hier, ne? Ja, da unten kommen doch noch mehr, Alter. Ich seh doch schon. Was machst du hier drin eigentlich? Mann, hier drin ist doch einer. Egal, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. Fuck einfach drauf hier. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Los, runter hier. Einfach rennen. Einfach rennen. Gut, da haben wir einen gefunden. Oh, fuck, du Krabbler! Oh, noch einer! Nein! 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 Oh. Oh. Quarantäne aufgehoben. Oh. Oh, Mama. Eh, die Wacke mit dem Arm. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Echt? Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Ja, meine Freunde. Das ist jetzt schon ein bisschen brutal. Ja, oh Mann, Alter, wir kriegen immer mehr so eine coole Munition. Mal nachladen hier, damit wir wieder ein bisschen Schussi haben. Ich finde kacke, dass man die nicht durch, also dass man die mittig nicht zerteilen könnte. Das wäre cool. Ein bisschen Heal noch nehmen. Dass man, wenn man die mittig zerteilen könnte, das wäre ein bisschen geiler. Weil dann hätte man hier nicht die ganzen Probleme, immer auf die 500 Arme zu schießen. Und dann wäre das alles ein bisschen simpler. Oh ne, wir müssen ja hier sogar durch. Da will ich aber noch nicht durch. Wir müssen erstmal oben noch ein bisschen abchecken. Weil wir oben anscheinend noch einen Raum haben, wo noch jemand wartet. So, dann gehen wir mal nach oben nochmal kurz. Checken dort nochmal die Lage ab. Da sind schon ganz schön viele Viecher hier gewesen, ey. So. Checken wir mal die Lage ab hier oben. Im Lagerraum. Kommen wir hier rein? Ja, hier kommen wir nicht rein, war klar. Mann. Man hört die ganze Zeit diese Viecher. Und hier hätten wir theoretischerweise, glaube ich, auch den Mülleimer und sonstiges benutzen können. Weil, ja, die liegen hier halt rum und dann könnte man halt dann die Chinese benutzen, aber das haben wir leider nicht getan. Weil wir halt, wir hatten zu viel Angst. Wir hatten zu viel Angst. Und daran liegt das. Was in Gottes Namen geht Alter. Vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Was mache ich denn? Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor,
Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ja, ne? Cool. Cool, cool. Können wir mal die Bücher hier rausholen? Oh, ein Geheimgang. Alter, sind wir geil? Sind wir geil? Alter, wir sind so geil. Wir sind wie göttlich sind wir. Textolog. Persönliche Logbook. Dr. Kenny, Chief Science Officer. Die Videoaufzeichnungen aus der Kolonie sind zwar qualitativ miserabel, aber das Artefakt scheint tatsächlich ein echter Marker zu sein. Der erste in der 200-jährigen Unitologie-Geschichte. Ich will ihn unbedingt an Bord des Schiffes haben, damit ich ihn ausgiebig studieren kann. Das Potenzial ist enorm, nicht nur für mich, obwohl ich natürlich seit Jahrzehnten von einer solchen Entdeckung geträumt habe. Oh, Schnuppen. Sondern auch für die gesamte Menschheit. Und insbesondere die Unitologie, Alter. Was sind das für Worte, ey? Achso, hier haben wir das Artefakt. Zum Beispiel, warum können wir das nicht nehmen? Den gibt's in riesengroß und das ist auch der Grund der Entstehung der ganzen Scheiße hier. Alter, geil. Halbleiter Gold. Nice, was ist das denn? Das ist ja geil. Ey, hat sich wirklich mega geil gelohnt hier. Ey, und ohne Kack, das habe ich aus Zufall gefunden. Beziehungsweise gerade aus Zufall bekommen. Das finde ich richtig geil. Cool, freut mich. Gold-Halbleiter, ein Halbleiter Gold, das ist ja geil. Ey, der ist vielleicht noch irgendwann richtig geil, wichtig. Oder nützlich. Liegt hier unten, liegt noch Blutproben und sonstigen Scheiß. Hier können wir wieder speichern. Ich hoffe, der große OP-Saal kommt jetzt nicht, weil der ist heftig, ey. Der ist kacke. Kommen die ganzen Autos von oben. Denn darauf habe ich keine Lust, auf die ganzen bösen Monster. Oh, jetzt ist er wieder blutig aus, blutig. Ja. Boah. Hilfe! Um Gottes Willen! Aha! Helfen Sie mir doch! Hilfe! Oh, was ist das denn für einer? Was ist das denn? What the fuck? Der kann schießen, das ist ein Baby. Was soll ein Baby darstellen? Das Viech soll ein Baby. Wow, wie groß der ist! Wow, wie groß ist der? Alter, wie groß war der denn? Boah, fett, Mann. Das ist so ein Embryo. Boah, das sieht ja auch krank aus hier. Alter, das sieht ja auch kräftig aus. Mann, warum muss denn das alles so gruselig aussehen? Ich mag das nicht. Ich mag das echt nicht. Das ist mir halt zu gruselig. Vor allem, wie viel Leben das Ding hatte. Ossa. Wie viel sind denn hier von? Boah, die können ja auch die scheiß Wände hochklettern, die Viecher. Okay, ein Schuss. Ich hab vorhin wohl nicht getroffen. Nein. Nein. Oh, voll weggetreten, Alter. Geil. Oh, das ist geil. Ja, okay, das war geil. Aber auch irgendwie nicht, weil wir so viel Leben verloren haben. Alter. Das ist ja heftig hier, ey. Diese kleinen Kackviecher. Wenn die einen treffen, na dann Prost Mahlzeit, ey. Die machen ja richtig viel Damage. Oh, wo sind wir denn hier? Hier ist ein kleiner Raum. Hier ist irgendwas. Was ist das denn? Termit, okay, gut. Wir haben Termit gefunden.
Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja, geil. Ja, freilich. Hier leben sie doch alle. Ich renne jetzt einfach durch. Ja, genau, ihr kleinen Ottfrieds, Alter. Oh, Bede Header gegeben. Bei den Headshot. Oh, wir sind wieder da. Sind wieder in der Safe Zone. Oh, geil, Mann, wir sind wieder in der Safe Zone. Benötigt Termit. Ach, Termitenbombe. Oh, jetzt müssen wir dahin. Ja, genau. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt gehen wir nämlich dorthin und dort wird richtig Eskalation sein. Wollt mal ganz kurz in den Shop gucken. Wir haben ja schon wieder ein bisschen gesammelt. Ich wollte mal gucken, was der Halbleiter ist. Der Halbleiter scheint wohl interessant zu sein. Impulsprojektile. Was ist das denn hier? Munition fürs Impulsgewehr. Impulsgewehr haben wir doch überhaupt gar nicht. Oder sagt mir das. Doch, hier ist das Impulsgewehr. Aber davon hat, das haben wir. Guck mal, wir können uns jetzt zum Beispiel einen Flammenwerfer ballern. Wir können uns jetzt einen Flammenwerfer organisieren. Energieknoten kostet 10.000, ey. Pff. Ja, was machen wir? Wollen wir uns eine neue militärische Sturmgewehr mit hoher Feuerrate? Also so ein Sturmgewehr wäre natürlich auch extrem geil. Ja, ich glaube, wir holen uns erstmal so ein Sturmgewehr. Davon halt, wäre auch erstmal ganz cool. Aber Munition haben wir dafür. Haben wir dafür Muni? Impulsobjektive. Okay, wir gucken mal ganz kurz. So, dann gucken wir mal ganz kurz in unsere Munition-Waffenkammer hier. Hier haben wir das doch. Boah, fett, Alter, so viel. Boah, das ist geil. Okay, wir haben mal keine Munition dafür. Weiß nicht, ob wir die noch... Die müsste man ja irgendwie kaufen können. Plasma-Energie, ist das einfach nur für einen Plasma-Cutter die Munition, oder? Ja, da könnt ihr mir mal helfen, also irgendwie, auf welche Muni, warte mal, vielleicht steht das auch da, gucken wir mal ganz kurz. Strahlmuni, nee, vielleicht ist das auch die Strahlmuni. Plasma-Cutter, nee, hier, Militär, da steht doch nicht irgendwie, da steht keine Information dran, was die für, egal, das wird schon irgendwie dann... Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal eine ordentliche Wumme, mit der wir dann nochmal ein bisschen mehr ballern können hier. Was auch mal ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen effektiver ist. Und werden wir ja dann sehen. Die Termitenbombe werden wir dann noch machen. Ja, Leute, und dann bedanke ich mich erstmal, damit ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Dead Space. Und wir werden sehen, wie ich mich wieder weiterhin einkacken werde. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage auf Wiedersehen und goodbye, euer Let's Play Knobi.